Job für dich? Oh. Ach. Das ist doch jetzt hier wieder belastend. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Cyberpunk 2077, Folge 36. Wir sind hier mit Judy, machen die Mission, um Evelyn Parker wieder zu finden und es geht direkt weiter. Viel Spaß. Kann losgehen. Beschreib mir alles. Vielleicht bemerkst du was, was ich übersehen würde. Selbstverständlich machen wir das und wir sind wieder hier im... Wir schauen uns das erstmal einmal von vorn bis hinten an, würde ich sagen, und dann können wir in den Editiermodus wechseln. Okay, das sah gerade alles andere als geil aus, muss ich sagen. So, wechsel. Muss ein Scav sein. Sonst zieht sich niemand so an. Achso, das ist aber nicht Evelyn, sondern das ist ein Netrunner offenbar. Okay, ich dachte schon, es wäre... Vor kurzem bestellt. Okay. Ist nischt, du? Na, Scav-Frau. Wer hätte gedacht, dass die auch Expedis drehen und nicht nur Leute ausweiden? Okay, wir können wie die Ebene wechseln. Das war hier, ne? Ja, das ist die Thermalebene, die Audioebene. Da ist irgendwas. Das Radio ist voll aufgedreht, damit man die Schreie nicht hört. Okay. Hier gibt's sonst nichts. Hochwertige Cyberware. Was haben wir hier? Nichts. Lampe. Da ist noch was. So ein Scheiß habe ich schon gehört. Scavs. Okay. Mal weiter. Electric Corp Logo auf den Overalls. Aha. Ist klar, gucken wir die andere Szene nochmal hier durch. Was haben wir da? Da liegt auch noch einer. Sound, gibt's da noch was? Das ist ja das gleiche, hatten wir schon. Genauso wie das Radio. Ja. Gewöhnliche Kiste. Decker, Tanaka and Rogers Logo. Normal für einen Müllhaufen. Dieses Synth-Kaffee-Aroma schlägt nichts. Billig Scheiß. Und kalt. Mhm. Bucke-Slice. Der Kaffee war kalt. Vielleicht einen Tag alt. Aber die Pizza sah frisch aus. Also? Also kaufen Sie regelmäßig bei Bucke-Slice. Was man nicht wegen des tollen Geschmacks und der frischen Zutaten macht.
Niemand schleppt eine Pizza, die nach Styropor schmeckt, durch die halbe Stadt. Okay, wir suchen nach einem Electric Corp Kraftwerk bei einem Buggeslice. Die hätte mal ein riesiges Ich denke, wir haben auch alles, was wir herausfinden sollten, herausgefunden. Okay, also ein altes Electric Corp Kraftwerk in Charter Hill. Das muss erstmal reichen. Mehr kriegen wir hier nicht mehr raus. Los, wir müssen dahin. Ja, fahren wir zusammen? Arasaka hat nun angekündigt, seine... Okay, auf geht's. Dann mal los. In Kitakyushu und Fukuoka. Das ist nun der nächste Schritt im gewagten Umstrukturierungsplan an... Ah, toll. ...durch den neuen CEO, Yorinobu Arasaka... Werd die Bilder nicht los. Aus der Todesmottenwirtu, die wir gesehen haben. Wenn alles, was die aufnimmt, Snuff ist, dann... Sag's nicht. Die müssen total bescheuert sein, um F für sowas zu verschwenden. Wie meinst du das? Wir reden von einem Mädchen, das nicht nur ein Vollprofi ist, sondern sogar ein Puppenimplantat hat. Ich meine, sowas findet man nicht an jeder Straßenecke. Nach einem holprigen Start ist Arasaka um ganze 3 Prozentpunkte gestiegen. Wie es weitergeht für den Koloss aus Japan, erfahrt ihr bei Euer Business ist auch mein Business. Das nächste Mal. Wir schauen uns das natürlich alles voll an. Mal hier ein bisschen die Sicht gönnen. Eieieiei. Geile Mucke auf jeden Fall auch. Auch schön, dass die Ampeln genau dann auf grün springen, wenn wir ankommen. Immer. Ist ja unglaublich. Die hackt doch. Ganz eindeutig. Ne? So, jetzt bin ich sehr gespannt. Ach was. Ne, Moment mal. Den Cake doch. Ha! Da wären wir. Ist ja geil. Moment mal. Gehen wir rein? Such nach einem Eingang. Ich bleibe hier und scanne im Subnet nach Bauplänen für die Anlage. Vielleicht finde ich ja was. Ich komme nach, sobald ich was habe. Bis dahin bleiben wir per Holo in Kontakt. Deine Warnung. Sieht brutal aus da drin. Na und? Wenn du denkst, dass mich das abhält, hast du dich geirrt. Okay, dann mal los. Ist das geil. So, jetzt will ich erstmal ganz kurz speichern hier. Night City Centipede. Looming Darkness. New Album out now. Peter Smith. Junge, wer macht da so einen Krach? New Album out now. Alter, ist das geil, ey. Peter Smits von Pete Smith, Alter. Grüße gehen raus.
Ich habe ja gewusst, dass man den irgendwo im Spiel finden kann, aber jetzt haben wir ihn echt selbst auch gefunden. Stark! Die haben echt sein Gesicht in dem Spiel. Ich meine, das muss auch eine unfassbare Ehre sein, oder? Ganz ehrlich. Dein eigenes Gesicht in einem solchen Spiel zu verewigen, ist doch einfach nur geil, oder? Und das sieht sogar richtig gut aus. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber es sieht auf jeden Fall echt nicht schlecht aus. Stark. Haben wir auch den Pedder gefunden. Nice. Okay. Kacke. Komm nicht rein. Stark. Gar nicht mal schlecht. Verpennt aber auch immer wieder, mich um Munition zu kümmern. Hier war, aber es wird nicht reichen. So, Kendachi, neuer Frühjahrskatalog. Unsere Mission, wir von Kendachi sind Macher. Wir sorgen uns sowohl um die Zufriedenheit unserer Kunden als auch ihr Budget. Das hatten wir ja gemacht schon. Ah. Kennen wir. Okay, ist jetzt nicht gut. Wir haben hier auf jeden Fall wieder eine Menge. Warum haben wir so viel und keine Schüsse? Mann. Es fehlt definitiv nichts. Nicht. Passt sogar. Wir haben sogar noch eine Sache hier. Dann. Coolness? Was können wir denn da machen? Deine Coolness bestimmt deine Widerstandskraft. Na. Stimmt, jedes Level erhöht deine Panzerung um 5%. Ich würde aber mehr Leben auch haben. Gesundheitspunkte, nur 5. Naja, das ist halt nicht so. Cyberdeck-Kapazität. Was denn? Nicht vorhanden, schön. Technische Fähigkeit wäre auch nicht schlecht. Konstitution ist dann aber nochmal ein bisschen stärker. Ja. Kraft kann nie schaden, ne? Dann würde ich nochmal gucken, was wir hier haben. Fallschaden. Maximale Ausdauer. Deine Gesundheit regeneriert sich auf bis zu 70%. Super. Das ist cool. Das ist auf jeden Fall super. Das behalten wir auch im Auge. Ach, das sind die ganzen Leute. Ach, leck mir. Ah, Moment. Wir können doch mal hier ganz kurz gucken. Hm? Hacking. Ja, naja, das wäre nicht schlecht. Kamerasteuerung können wir gerne machen mal. Frage ist nur, was das bringt. Ja, ein bisschen reingucken ist ja wahrscheinlich immer nicht schlecht. So. Wir haben da hinten ein Server, der explosiv ist. Naja, das können wir ja. Alle Netzwerkgegner anfälliger für Quickhacks, einen Ping, um alle verbundenen Geräte zu finden. Und das Ablenkungsmenü verursacht eine Fehlfunktion. Können wir natürlich gerne mal probieren, auf jeden Fall. Genauso gut können wir aber auch bei Leuten einen Optikneustart machen. Ja, okay. Müssen wir dann auch mal ausprobieren. Können aber auch. Wie denn jetzt? Heranzoomen? Achso, nächstes Gerät, ja. Okay. Das ist das, was wir brauchen, oder was? Medikamentenherstellung. Das ist ein Generator. Den könnten wir auf jeden Fall. Ja, ausfallen lassen. Das ist auch nicht so geil.
Und schauen, ob man hier noch mehr findet oder so. Ja, viele Kameras, Mensch. Sachen, die sollte man sich vielleicht auch lieber nicht angucken an dieser Stelle. Breach-Protokoll. Sucht wegen erzwungener Entfernung Lebens erhaltener Implantate, Mord mit bedingtem Vorsatz. Hoppla. Ja. Das ist aber belastend. Gut, naja. Machen wir wieder so und dann können wir doch mal hier gerne den Server mal... Hätte die nicht so zu jucken, ne? Damit machen. Ablenkungsmanöver. Ja. Weiß auch nicht, was das hier. Naja, Moment. Da können wir doch gerne hier nach oben. Jahres Cyberware hatten wir schon. Prima. Experten bei Biodyne ist es gelungen, Naniten zu entwickeln, die durch Nutzen. Oh, cool. E9. 1C. Hi. Ja, das war nicht so geil. Also wieso alles nur eine Frage der Zeit. Oh. Das ist jetzt auch schon wieder mehr als belastend. Auf ganz geschlichen. Hab den Bauplan. Ich bin sofort da. Versuche einen Weg in die Untergeschosse zu finden. Der Zutritt auf die unteren Ebenen. Na toll. Oh, da hat was Blaues. Hä? Ah, ne, hier. Sag du. Ob man was sehen würde. Ist das nicht schön? Du kriegst mal auch einen fetten Optik-Neustart. Ah.
Ach. Das ist doch jetzt hier wieder belastend. Aha. Ablenkung, Kamerasteuerung, Ping. Oh Gott. Klar. Das ist mir ein bisschen viel. Warum kann ich den nicht abschalten, Alter? Geht mir gerade mal sowas von auf den Sack. Ah, guck mal hier. Schick aus. Hab den Weg runtergefunden. Siehst du meine Position? Yep, bin sofort da. Warte auf mich. Na schau mal, sogar ohne Kampf, Mensch. Das ist doch super. Das ist doch genau das, was ich mir vorstelle. Wenn unsere Waffen nicht stark genug sind. Warte, ich bin ganz nah. Bin da. Wir müssen zum Untergeschoss 2. Warte, da halten Sie sie fest. Okay, sehr interessant. Zugangssplitter erforderlich. Nicht toll. Dieses Hemd. Ja. Das kenne ich. Ja, da. Suche Jody durch die unteren Ebenen. Alles klar, dann würde ich sagen, was ist aber erstmal für diese Folge. In der nächsten Folge machen wir das dann hier. Und dann geht's weiter. Vielen Dank euch wieder fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.